Das sind die LTV-Themen am Dienstag. Karl Blechen ist zurück. Cottbusser Nächte sind lang und Lego-Männchen lernen laufen. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Du hast Interesse an der Fernsehbranche? LTV hat noch Plätze für Praktikanten frei. Bewirb dich jetzt! Guten Abend und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag. Aus den Augen, aus dem Sinn heißt es in einem bekannten deutschen Sprichwort. Und das gilt leider auch für viele noch vor Jahren sehr erfolgreiche Sportler, Schriftsteller oder Künstler. Doch einer hat es mit Sicherheit nicht verdient, so peu à peu aus dem öffentlichen Bewusstsein zu verschwinden. Zumal er bis heute zu den wenigen Cottbussern gehört, deren Ruf einst weit über unsere Stadt- und Landesgrenzen hinausreichte. Wenn man mal als Cottbusser darüber nachdenkt, wer die bekanntesten Vertreter unserer Stadt sind, muss man schon etwas länger überlegen. Den meisten wird wohl spontan Fürst Hermann von Pückler-Muskau einfallen. Er ist wohl auch der bekannteste Cottbusser, schon allein wegen des Branitzer Parks und des Fürst-Pückler-Eis. Doch wer kommt danach? Einigen dürfte da noch Ludwig Leichhardt einfallen, der allerdings nur bedingt als Cottbusser gilt. Er hat hier lediglich die Schule besucht und sein Abitur gemacht. Bei den Überlegungen scheint ein bedeutender Mann irgendwie immer rauszufallen. Dabei wurde ihm eine Straße, eine Grundschule, ein Park und ein Einkaufszentrum mitten in der Stadt gewidmet. Und auch die meisten Cottbusser scheinen ihn ein wenig vergessen zu haben. Warum heißt denn das Blechenkarree eigentlich Blechenkarree? Das weiß kein Mensch. Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Der Sponsor vielleicht? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist es ein Blechkarree. Warum heißt denn das Blechenkarree eigentlich Blechenkarree? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weißt du es? Nee. Gute Frage, weil Karl von Blechen, so wie mir bekannt ist, wahrscheinlich hier ortsansässig war. Warum heißt denn das Blechenkarree eigentlich Blechenkarree? Na, wegen dem Karl von Blechen oder Karl Blechen. Warum heißt denn das Blechenkarree eigentlich Blechenkarree? Weil der Mann so hieß. Und was war Karl Blechen vom Beruf? Das kann ich nicht ganz genau sagen. Sagt der Name Karl Blechen was? Ja, also der hat den Cottbus gelebt, denke ich mal. Und der Beruf? Das weiß ich leider nicht. Warum ist es nach Karl Blechen benannt? Weil es so malerisch ist. Malerisch ist schon gar nicht schlecht. Sagt Ihnen denn der Name Karl Blechen was? Gerade selbstverständlich. Wer Karl Blechen nicht kennt, den großen Maler, der ist selber daran schuld. Dabei gehört Karl Blechen zu den wohl bekanntesten Cottbussern. Außerdem wurde er, im Gegensatz zu den anderen bekannten Vertretern der Stadt, auch wirklich in Cottbus geboren. Karl Blechen war seinerzeit ein bekannter deutscher Landschaftsmaler. Er wird sogar als einer der richtungsweisenden Maler des 19. Jahrhunderts angesehen. Doch warum gerät er dann so in Vergessenheit? Karl Blechen ist im Rest der Welt ein großer Name. Und ich glaube, warum wir hier in Cottbus so ein bisschen Schwierigkeiten damit haben, das ist, sagen wir, also Blechen ist in Cottbus geboren, ging ja dann aber relativ früh weg, war ja dann in Berlin. Und von daher so seine Hauptwirkungszeit hat er nicht in Cottbus vollzogen, sondern das war dann eben in den Metropolen. Deswegen gibt es hier auch gar nicht so viele Blechenarbeiten, wie wir das gerne hätten. Und auch die Stadtspitze scheint ihn in den letzten Jahren nicht mehr so recht in Erinnerung zu haben. Bis Februar 2008 hatte Karl Blechen in Cottbus immerhin ein Denkmal. Leider wurde es damals von Buntmetall die ihm entwendet. Seitdem musste Cottbus ohne ein Andenken an einen seiner bekanntesten Vertreter leben. Doch mittlerweile scheint man sich wieder an den Landschaftsmaler zu erinnern. Denn heute wurde offiziell ein Gedenkstein für Karl Blechen enthüllt. Dieser Stein wurde in kürzester Zeit aufgestellt. Noch vor einer Woche war außer einer Betonplatte nicht viel zu sehen. Am Montag wurde der Gedenkstein dann gesetzt. Die erste Idee, Karl Blechen wieder ein Denkmal zu setzen, entstand vor etwa 1,5 Jahren. Initiator war die Karl-Blechen-Gesellschaft. Mithilfe vieler Sponsoren wurde das Projekt jetzt verwirklicht. Auch für die Stadt Cottbus war es ein wichtiges Projekt. Dass es nicht gelungen ist, die Plastik wiederherzustellen, das bedauere ich sehr. Die ist ja 2008 durch Diebstahl abhanden gekommen.
Das Werk von Vandalen kann man nicht immer gleich reparieren und ersetzen, aber wir haben heute eine Möglichkeit gefunden, die vielleicht sogar noch einen Charme hat, weil das Denkmal steht jetzt dichter an der Straße. Auch zufällige Passanten, Wartende an der Bushaltestelle können das Denkmal sehen. Und wir machen auf eine neue Art und Weise auf Blechen aufmerksam. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig. Endlich hat einer der bekanntesten Cottbusser wieder ein Denkmal. Damit ist der Karl-Blechen-Park wieder komplett. Und vielleicht hilft ja der Gedenkstein, Karl Blechen wieder mehr ins Gedächtnis der Cottbusser zu rufen. Trotzdem, vielleicht sollte man im Rathaus noch mal darüber nachdenken, ob der Cottbusser Innenstadt nicht doch ein würdiges Blechendenkmal gut zu Gesicht stünde. Ein Hinweis für alle Energiefans. Der neue FCE-Trainer Stefan Krämer und der sportliche Leiter Roland Benschneider sind morgen Abend zu Gast in der Kickerstube des Fanprojektes Cottbus. Wer also Fragen zum Auftaktsieg, zu den Saisonzielen oder auch ganz persönliche Fragen an die beiden hat, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Und mit etwas Glück kann man die sportliche Leitung des FC Energie vielleicht sogar zu einer Party Tischfußball herausfordern. Unterstützt wird die Veranstaltung durch die Jugendhilfe Cottbus. Los geht es um 19 Uhr in der Mauerstraße 7. Wer in diesen Tagen Abkühlung sucht, der fährt gern zu einem der Badeseen rund um Cottbus. Doch das anhaltend warme Wetter sorgt mittlerweile an einigen Stellen für eine deutliche Verminderung der Wasserqualität. Ein schlieriger Wasserteppich und eine abgesetzte Wasserschicht am Ufer. Der Marlor Badesee ist auch in diesem Jahr von Algen geplagt. Das ergab eine vor wenigen Tagen entnommene Wasserprobe. Der Anteil der gefährlichen Blaualgen ist allerdings bis jetzt sehr gering. Trotzdem reicht schon ein kurzes Bad aus, um Übelkeit, Hautreizungen und allergische Reaktionen zu bekommen. Das Gesundheitsamt rät deshalb vor allem Kinder ab, im See zu baden, noch am Ufer zu spielen. Auf die Gefahren werden die Badegäste mit einem Hinweisschild am Hauptstrand aufmerksam gemacht. Noch in dieser Woche soll eine weitere Wasserprobe entnommen werden. Bis zu neuen Erkenntnissen gilt das Baden im Marlor Badesee auf eigene Gefahr. Zum Polizeireport. Unbekannte Täter drangen in der vergangenen Nacht durch Aufbiegen und Einschlagen der Haupteingangstür in den Verkaufsbereich einer Tankstelle in Cottbus-Sachsendorf ein. Sie entwendeten hauptsächlich Alkohol und Zigaretten. Kriminaltechniker sicherten erste Spuren am Tatort. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 2000 Euro. Ebenfalls in der vergangenen Nacht kam es in einem Lokal in der Straße der Jugend zu einer Schlägerei zwischen drei jungen Männern. Dabei wurde ein 32-jähriger Mann derart verletzt, dass er durch Rettungskräfte in das CTK Cottbus gebracht werden musste. Sein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Zwei 26- und 28-jährige Männer konnten als Tatverdächtige ermittelt werden. Beide Vorfälle, wie gesagt, in der vergangenen Nacht. Dass man aber zu nächtlicher Zeit auch etwas Schönes und Vernünftiges machen kann, zeigt unser nächster Beitrag. Wille, Kraft und Kondition. Die Messlatte, um es an die Spitze zu schaffen, liegt hoch. Im Cottbuser Radsportstadion laufen die Trainingsvorbereitungen auf Hochtouren für das kommende Event. Vom 22. bis 24. August ist es nämlich wieder soweit und die Cottbuser Nächte gehen in die dritte Runde. Dabei werden international erfolgreiche Athleten in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander antreten. Unter anderem auch einige Lokalmatadore wie Nico Häslich. Für uns Fahrer wird es natürlich hart. Und ob ich davor Bammel habe, ich denke ja nicht, weil ich schon diverse internationale Rennen, also nicht nur auf deutschem Boden, sondern wirklich USA, Australien, England, diverse Rennen dort bestritten habe, wo auch Olympiateilnehmer, Weltmeister am Start waren. Die sind Gegner wie jeder andere. Man muss es natürlich so einordnen, dass man sich damit vorher beschäftigt, hey, ist er eher Favorit oder muss man auf den jetzt nicht so achten? Mittlerweile haben sich die Cottbuser Nächte als fester Bestandteil im Terminkalender der deutschen Radsportspitze etabliert. Darüber hinaus können sich die Besucher über viele kulturelle Angebote freuen. Also ich denke mal, wir werden neben dem Bahnradsport der Extraklasse im Madison als auch im Sprint mit den Live-Konzerten Soul Rippers und Na Und natürlich zwei Bands haben am Freitag und Samstag, wo wir für musikalische Umrahmung sorgen und natürlich der Familiensonntag mit dem Kinder-Bambini-Tennis, mit Cottbuser Wiele e.V., Kindermusical ist am Start. Also ich denke mal, wir sind am Sonntag ganz gut aufgestellt, um vor allen Dingen die Familien begrüßen zu können, worauf ich mich auch sehr freue.
Die Familienkarte kostet 12 Euro, wobei Kinder zu allen Veranstaltungen freien Eintritt haben. Sitz- sowie Stehplätze sind jeweils für 8 Euro erhältlich. Weitere Informationen sind entweder auf der Fanpage oder auf der Webseite www.cottbusernächte.de zu finden. Und hier ein weiterer Veranstaltungshinweis. Gesund werden mit System heißt das Buch von Viktor Filippi, dem Begründer der Bioinformationstherapie. Der Autor ist in der nächsten Woche am Mittwoch, dem 6. August um 19 Uhr im Cottbusser Weltspiegel zu Gast. Leicht verständlich und lebensnah erläutert Filippi, wie man die körpereigenen Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Anhand alltäglicher Beispiele bietet der Autor hilfreiche Erklärungen zum Umgang mit Ängsten aller Art. Zudem gibt er Hinweise, wie diese mit Hilfe der Bioinformationstherapie aufgelöst werden können. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und dauert circa 2 Stunden. Die Karte kostet 20 Euro. Für Kinder unter 12 Jahren ist der Eintritt frei. Weitere Informationen finden Sie unter www.viktorfilippi.de. Und damit zu unserem nächsten Beitrag. Lego-Figuren erfreuen sich bei fast allen Kindern großer Beliebtheit. Manch ein Kind hat sich bestimmt schon mal gewünscht, die selbst gebauten Abenteuerwelten zum Leben zu erwecken. Und bekanntlich ist ja nichts unmöglich. Bauen, filmen und schneiden. Um einen sogenannten Brickfilm, also einen Bausteinfilm, zu entwickeln, benötigt es viel Mühe und Zeit. Doch das sollte Cottbusser Filmemacher Erik Schiesko und seine junge Filmcrew nicht bremsen. Meine Oma kam mit so einem Büchlein an, wo ein Haufen Zeug drin steht, was man in den Ferien so machen kann. Und da waren auch Gutscheine und so drin. Und dann habe ich das da gefunden und habe mich hier angemeldet. Man muss halt Fotos machen und die werden dann nacheinander eingefügt in ein Programm. Und dann ergibt es halt so einen Film. Also die Legosteine werden zu Kulissen gebaut und die Menschen, die sind halt die Schauspieler. Dabei sind hier im Paul-Gerhardt-Werk 2 Werke entstanden, welche kürzlich aufgeführt wurden und auch beim Filmfestival eingereicht werden sollen. Also da sind 2 Reiterinnen und die wollen dann zusammen zum Badesee gehen. Und dann baden sie zusammen. Also im Film geht es um einen Professor, der eine Zeitmaschine erfindet, mit der er in die Zukunft reist, wo dann ein Meteorit in das Rathaus seiner Stadt einschlägt. Und er reist dann wieder in die Gegenwart und versucht, dies zu verhindern. Doch genug der Worte. Film ab! Zu verdanken, dass ich noch lebe und unser schönes Rathaus noch steht. Hier ist er. Ja,
Ja, und das war sie schon wieder, unsere heutige Sendung. Morgen sehen Sie bei uns unter anderem Beiträge über den Empfang eines frisch gebackenen Europameisters vom RSC Cottbus und zu einem länderübergreifenden Kunstprojekt. Bis dahin Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Viva la Party! Malle liegt dieses Jahr in der alten Chemiefabrik Cottbus. Am 23. August steigt Brandenburgs größte Malle-Party. Viva la Party! Sommer, Sonne, Sangria, Stars und die beste Partymusik feiern Sie mit Peter Wackel, Markus Becker, Mia Julia, Icke Hüftgold und vielen mehr. Karten gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter alte-chemiefabrik.de. Die Terrassensaison ist eröffnet. Über 1000 Restaurants der Region mit den besten Empfehlungen der Gäste finden Sie auf www.finerio.de, dem Gastroportal der Lausitz. Jetzt auch als kostenlose App für alle Smartphones. Finerio.de. Finden, wo's schmeckt. Sei doch kein Frosch, tauch mal wieder auf. Im Fahrradshop Mühlenberg, Schmelwitzer Straße 119. Der Dienstag startete mit vielen Sonnenstrahlen. Später aber zogen schon dichtere Wolken auf. Bis zum späten Abend kann es noch Gewitter geben. In der Nacht zum Mittwoch liegen die Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad. Und auch da bleiben uns die Gewitter erhalten. Auch am Mittwoch gibt es morgens noch ordentlich Sonnenschein bei Temperaturen um die 24 Grad. Später kommt, was kommen muss, erneut Schauer und Gewitter. Das hat aber bald ein Ende, denn schon am Donnerstag und Freitag sind die Unwetter Vergangenheit. Ein neues Hochdruckgebiet sorgt dann für angenehmes Sommerwetter. Sag mal, Frank, hat Heike dich auch reingelegt? Nee, Ingo. Wieso? Naja, von wegen schnelleres Internet und weniger Naschen. Die wollen bloß im Cottbuser Netz kostenlos miteinander telefonieren. Naja, unsere Frauen. Clever wie immer. Das Cottbuser Netz gibt's bei Mito und Bär, bei Funk und Technik am Turm 14 und bei Teleco in der Hegelstraße 2 oder unter internet-cottbus.de. Mein Papa kauft seine Uhr bei Fiedermann. Meine Mama kauft bei Fiedermann ihre Uhren und sogar den Schmuck. Und mein großer Bruder kauft seine Uhren bei Fiedermanns. Ich wünschte, ich würde einen Wecker von den Fiedermann in meiner Zuckertüte haben. Ach, die haben ja auch so schöne Ohrringe. Wunderschöne Kinderwecker, originelle Kinderarmbanduhren und hübscher Mädchenschmuck. Alles für die Zuckertüte. Bei Ihrem Uhrmachermeister Fiedermann am Altmarkt 25. Übrigens, LTV empfangen Sie auch über Satellit, übers Internet und in den Cottbuser Kabelnetzen. Nur bei Teleco, Funk und Technik, Mito und Bär, Telekolumbus und Kabel Deutschland. Leider nicht bei anderen Anbietern.
So, Schluss jetzt. Ihr kommt sofort mit nach Hause. Kinder, aufwachen. Ab nach Hause mit euch. Aber wenn ich groß bin, kaufe ich mir doch ein Renault Outdoor-Sattel.